meine Herren, willkommen wieder hier zurück zu den Anfängen von Man of the World, ja, bei Back. Und zurück zu den Anfängen, wie ich das angefangen habe zu benennen. Ja, wir haben heute bei mir, es ist ein Donnerstagtag. Ja, Donnerstagtag. Und eins, zwei, hier muss ich rein. So viel Erde. Ich hab den Schaufel mit. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Eisen, nach allem möglichen, alles was irgendwie glänzt und arbeitet und schön aussieht. Und warum nicht bloß, wir werden ja, ob wir hier überhaupt was finden, 1, 2, 3, wenn Erde noch dazwischen ist, so viel, sag ich jetzt mal, ist das bestimmt nicht so gut. Boah. Gestern habe ich ein bisschen zu viel getrunken. Nein, ich habe keinen Kater. Aber perfekt geht's mir auch nicht. Ah, ja. Wir müssen mal suchen. Wir müssen überlegen, was möchten wir denn als nächstes hier anstellen. Wo möchten wir hier rauskommen? Und das weiß ich selber noch nicht. Vor allem, weil auch als irgendein... Ich weiß nicht, ob die Maus spinnt oder ob die... Oder ob der Computer ein bisschen spinnt. Ihr seht ja immer wieder hier. Oh. 1, 2, 3, so. Okay, ja, er hört auf. Fängt wieder an. Er hört wieder auf, er fängt wieder an. Manchmal macht er beides so. Das aus wie... Ah, Eisen. Eisen. Endlich, ja, endlich. Eisen. Wieder mal. So. Mir wurde gerade von einem Kumpel gesagt, hey Junge, pass mal auf, was du auf Facebook hochlädst. Und denk an den Datenschutz. Ja, dann denke ich mir so, ja, dann ist aber, darfst du gar nicht mehr hochladen. Du hast dann keine Erlaubnis von irgendwem. Also müsstest du jedes Mal, müsstest du meinen, jo, darf ich. Und ich finde mit euch, das macht kein Schwein. Also wird niemals so weit kommen, dass jeder irgendwo hin und her läuft. Also natürlich die großen Fernsehsender. Aber auf Facebook, Google oder sowas, da wird keiner irgendwo hin zu jemandem rennen und sagen, ey, darf ich mal dein Video benutzen? Das wird sicherlich niemals passieren, meiner Meinung nach. Wir können mich auch verbessern. Aber ich denke mal nicht. Falls jemand irgendwie besser vorschlägt oder denkt, das kann passieren. Meine Meinung, wie gesagt, ist, das wird sicherlich nicht passieren. Auch wenn hier der deutsche Datenschutz so weit rausgeht. Meiner Meinung nach, nein. Also, ich würde mich auch nicht beschweren, außer ich sehe aus wie so ein halber Alkoholiker und kann nicht mehr stehen. Und ein paar Bilderchen auf Facebook. Alter, hier ist Eisen en masse. Warum bin das? So geil. Tja, meine Freundin, die macht sich eben Sorgen. Bitte jetzt. Deswegen habe ich auch getrunken. Deswegen geht es mir auch. Naja, scheiße geht es mir auch nicht. Wie gesagt, so eine Mischung ist es. Aus zwischen Scheiße gehen und ich weiß nicht, wie kann man das erklären. Drei Nächte durchmachen. So ungefähr fühle ich mich an. Als ob ich nie ordentlich geschlafen hätte. Wie mache ich das jetzt hier? Hier gehe ich hier jetzt nochmal lang. Gehen wir hier nochmal eine Weile geradeaus. Könnte man die Gänge vielleicht verlängern? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Oder wie ich das machen soll. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich die Zukunft hier lang baue. Wir brauchen noch Schäfel. Hui. Was? Nein. So viel Erde, wie langsam kommt. Ach, nee, was hier? Bin jetzt schon überfordert. Da ist man jetzt schon überfordert, das gibt's nicht.
Also Fackeln könnte man nochmal gebrauchen, das heißt ein bisschen Kohle. Hab ich nicht bei mir. So, fangen wir mal an, ja. Die seit sehen wir diese Mini. Also hier rein. Genau. Passt. Bin ich zufrieden. Ich habe auch schon was zu trinken neben mir stehen. Aber grünen Tee mit Honig in der Geschmack. Naja. Es gibt schlechteres. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. Also, boah. Kann man nicht viel davon trinken. Da. Und ich freue mich, wenn ich heute mal wieder zocken kann mit jemandem. Also, Enderman, falls du irgendein Bart siehst. Es tut mir leid. In letzter Zeit ist so 1, 2, 3. Ist eben 1, 2, 3. Nee, keine Zeit gehabt. Wegen Weihnachten. Mache ich jetzt Erklärung hier auf Facebook, auf YouTube. Auch nicht schlecht. Genau, das ist die andere Sache. Wie ist denn das dann, wenn man Vlog hat? Die dürfen ja auch überhaupt keine Personen mehr anzeigen. 1, 2, 3. Also müssen ja komplett alle Personen verpixeln. Was ist denn das für ein Video? Gamescom. Ey, man darf keine Bilder mehr hochladen. Ohne meine Erlaubnis. Also meiner Meinung nach ist der Datenschutz ein bisschen übertrieben. Also klar ist schon gut, dass es Datenschutz gibt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist das eben... Es sind Gäste. Also ich hatte da... Ich habe ja ein Video... was hochgeladen von Konzert. Und da gibt es mal, es waren Gäste. Die hat man sowieso irgendwie gesehen. Es wird sowieso ein Video davon geben. Warum darf ich dann keine Bilder hochladen, wenn ich weiß, es gibt sowieso einen Videomitschnitt? Das sind, ich glaube, Sachen, die kapiert man heutzutage nicht im deutschen Gesetzbuch. Vielleicht noch ein, zwei andere Kleinigkeiten davon, aber... Das war's. Halt, hier in die Richtung noch. Aber meiner Meinung nach, es ist zu übertrieben. Jeder hat seine eigene Meinung. Und so soll es auch sein. So, wir sind, ich würde sagen, eigentlich auch schon wieder beim Ändern gekommen. Minecraft geht ja nicht lange für die Folgen und ich habe auch dann heute einen super Text davon, dafür. Datenschutz. Gut oder schlecht. Na, wie gesagt, meine Meinung habt mal gehört. Man kann mir ja auch verbessern. Oh, hier. Flint and Stone. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich da ganz gut gefallen habe, dann oben nach oben, wenn nicht ein Daumen nach unten, schreibt mir einen Kommentar, ob man davon so will oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er mein Wort. Ciao, ciao.